Ich glaube, irgendwo auf dieser Welt ist eine Pipeline. Keine Pipeline, die Gas befördert, sondern blöde Ideen, die durch die dicken Rohre gehen. Sinnlose Gedanken werden durch die Kontinente geschickt. Diese Leitung der Ausbreitung von Schwachsinn scheint irgendwo ein Leck zu haben. Ein Leck im Versteck, sodass niemand es flickt und die Röhre weiterhin blöde Gedanken über die Erde schickt. Ein Beispiel für solch einen doofen Gedanken haben wir unserem Bundesrat zu bedanken. Dieser möchte Gaskraftwerke bauen, obwohl wir schon jetzt zuschauen, wie die Klimakrise Oberhand gewinnt. Ob der Bundesrat spinnt? Von uns kommt Gegenwind und der beginnt hier und jetzt. Climate Justice! What do we want? Wir müssen alle zusammen am Samstag auf die Straße, weil es geht um die Lohnarbeitszeitverkürzung. Sparen! Sparen Zeit! Nicht einfach Zeit verschwenden! Zeit sparen! Ihr sollt eure Zeit investieren. Was macht ihr? Bringt die Zeit zu uns auf unsere Zeitsparkasse! Dann sind die grauen Herren also gar keine Menschen? Nein, sie haben nur Menschengestalt angenommen. Aber was sind sie dann? In Wirklichkeit sind sie nichts. Und nun geben die Menschen ihnen auch noch die Möglichkeit, sie zu beherrschen. Lasst uns unsere Zeit zurückholen. Komm auch du am Strike for Future am 9. April in der ganzen Schweiz mit uns auf die Straße. Besser für die psychische Gesundheit von uns allen Menschen und es hilft uns dabei, ein gesünderes Selbstverständnis zu uns selber zu haben und echt mehr Zeit für uns. Strong in solidarity we stand, strong for climate justice, charity we stand. Der Strike for Future ist ein Bündnis von verschiedenen Gewerkschaften, Kollektiven, Bewegungen. Und wir haben entschieden, unsere Camps zu vereinen und gemeinsam für einen systemischen Wandel einzustehen. Und darum gehen wir alle zusammen auf die Straße, für gegen die Überproduktion zu kämpfen. Power! Power! People! People! People!